Und ich darf auch unsere ZuschauerInnen auf YouTube ganz herzlich wieder begrüßen zu unserem nächsten Blog, in dem wir uns mit Dokumentationslücken und Dokumentationshoheit befassen. Und dazu darf ich jetzt Astrid Meier vorstellen, die den nächsten Vortrag hält. Frau Meier ist Journalistin und Autorin und hat sich als solche hauptsächlich mit den Themen nachhaltige Entwicklung und Ökologie befasst. 2005, das war noch 10 Jahre vor Canisius, hat sie bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart sexuelle Übergriffe angezeigt, die sie als Kommunionkind durch einen Pfarrer erlitten hat. Und was sie dann erlebt hat, bezeichnet sie selbst als, Zitat, die völlig dysfunktionale Maschinerie kirchlicher Aufarbeitung, Zitat Ende. Als Titel ihres heutigen Vortrags hat sie gewählt: Meine Diözese, mein Popanz und ich, nicht Dokumentation als Mittel zur Verschleierung und Manipulation. Frau Meier, Sie haben das Wort. Dankeschön, Frau Reisinger. Danke für die Einladung an alle. Erstmal die Frage, ob mich alle gut hören oder ob ich mein Headset aufsetzen soll. Reicht so? Super, okay. Ja, also ich war jetzt auch ganz beeindruckt von Luna Borns Vortrag und mir ist, also das möchte ich noch sagen, mir ist aufgefallen, also wie man also versuchte, einerseits sie zu retraumatisieren durch diesen Fragenkatalog und dann das auch noch telefonisch zu machen. Also ich habe wirklich schon vieles erlebt und vieles gehört, aber das und da denke ich dann nochmal, das gibt es doch nicht. Und dann aber Vorwurf, sie sei nicht belastbar. Also das finde ich schon ziemlich unglaublich. Ja, das noch so als Kommentar, bevor ich zu dem komme, was ich zu erzählen habe. Ich habe das jetzt nicht abgemessen. Ich fasse mich normalerweise relativ kurz, aber Frau Reisinger, wenn Sie das merken, dann, dass Sie mir 5 Minuten vorher Bescheid sagen, weil mir ist eigentlich sehr daran gelegen, dass die Diskussion möglich ist und dass wir uns auch also vielleicht austauschen können oder dass noch Fragen möglich sind. Ja, also ich habe mir zum Teil, also zum größten Teil das angehört, was heute Morgen gesagt wurde, fand es zum Teil auch sehr interessant. Also klar habe ich einen anderen Standpunkt und werde auch einen anderen Tonfall anschlagen. Also ich bin wütend. Also das, was jetzt die Kirche vielleicht immer ganz gerne Missbrauchsopfern vorwirft, ich bin wütend. Natürlich bin ich wütend. Und dass man das Leuten vorwerfen kann, die das erlebt haben, was wir erlebt haben, also nicht nur das Primärtrauma, sondern danach die anschließende Behandlung, das finde ich schon unglaublich. Also das finde ich eine unglaubliche Frechheit. Ja. Also natürlich bin ich wütend. Das werden Sie sicher auch ganz mal merken und da stehe ich aber auch dazu. Es war sehr interessant für mich, diesen Vortrag auszuarbeiten, also Vortrag, also beziehungsweise meinen Bericht auszuarbeiten und das Ganze zu strukturieren, was ich erlebt habe, weil ich gemerkt habe, dass mir eigentlich ganz gar nicht klar war, also wie mit mir, also wie mit den Dokumenten umgegangen wurde, wie manipulativ das Ganze war. Also insofern hat mir das also neue Erkenntnisse verschafft. Ja, es schön war das jetzt nicht, das zu sehen, aber ich finde es immer gut, wenn man die Wahrheit kennt und weiß, was wirklich gemacht wird. Das ist für mich wichtig, für uns wichtig. Also den gnadenlosen Pragmatismus der Kirche in Sachen Selbstschutz, den habe ich nun oft genug erlebt, aber hier habe ich noch mal ein bisschen genauer gesehen, wie das alles funktioniert. Das ist für mich auch deswegen wichtig, weil ich Teil einer Initiative bin, einer betroffenen Initiative, in der wir uns austauschen und es kommen immer wieder Leute, melden sich und die gehen ihre ersten Schritte, was das Anerkennungsverfahren angeht, also nicht nur das Anerkennungsverfahren. Das ist so ein technischer Begriff. Also für die Leute geht es dann nicht um irgendein Verfahren. Also das ist wieder so was Juristisches. Es geht oft darum, zum ersten Mal mit anderen Menschen über das zu sprechen, was ihnen widerfahren ist. Also außer vielleicht mit einem Partner oder Partnerin oder Therapeuten, Therapeutin und manchmal überhaupt sowieso zum ersten Mal. Also wie auch Luna Baum sagte, das ist was, glaube ich, viel zu wenig gesehen wird. Also wie verletzlich die Menschen dann sind, wenn sie anfangen, diesen Weg zu gehen, ja. Und was man dann so vor den Latz geknallt kriegt, ja. Also eben solche Fragenkataloge zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, oder ich glaube auch nicht, dass das Naivität ist. Für mich hat das was Systematisches. Es hat, glaube ich, es soll schon dazu führen, dass
dass wir nicht sprechen. Also da fürchten sich ja nun genügend Leute davor. Und es ist ja für die Kirche praktisch, also man kann ja davon ausgehen, dass sich höchstens 2% der Opfer überhaupt gemeldet haben, also der Opfer seit 1945 überhaupt gemeldet haben, wenn man jetzt von der französischen Studie ausgeht. Und das ist ja für die Kirche sehr bequem. Ich finde das nicht nur für uns schlecht, ich finde das für die ganze Gesellschaft schlecht. Also immerhin, also ich glaube, die meisten von Ihnen, von den Zuhörern jetzt, sind ja irgendwie für die Kirche tätig oder arbeiten indirekt oder direkt für die Kirche. Ich meine, sie gilt nach wie vor als Institution, die Werte vertritt und für Werte einsteht. Und wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht oder auch um Erwachsene, also überhaupt um sexuelle Gewalt, kann ich nur sagen, es ist ganz unterirdisch. Also da ist noch leider sehr, sehr viel zu tun. Und leider hat es die Kirche auch nicht geschafft, voranzugehen und was Aufarbeitung und Entschädigung angeht und da was besser zu machen, was vielleicht im Rest der Gesellschaft auch nicht so toll läuft. Ja, vielleicht noch was zu dem, was ich auch sehr oft höre, wie es mir ergangen ist. Das ist ein Einzelfall, das hört man sehr gerne. Jetzt, seitdem ich mit anderen Leuten zu tun habe, anderen Betroffenen, höre ich, dass sie alle, wir sind alle Einzelfälle. Also das ist so eine ganz beliebte Strategie, zu einem zu verstehen zu geben, dass es eigentlich sonst nicht so schlimm ist und dann alle anderen, also da läuft es besser und man hat jetzt Pech gehabt und man soll sich nicht so aufregen. Also da glaube ich überhaupt nicht mehr dran, seitdem ich mehr in Austausch bin mit anderen Betroffenen. Und ich bin seit 2011 in engem Austausch mit vielen Betroffenen, also nicht nur kirchlich Betroffenen, aber schon auch vielen kirchlich Betroffenen und kann also sagen, dass das leider so überhaupt nicht stimmt. So, jetzt würde ich mal müssen Sie erstmal den Bildschirm teilen. Das habe ich zwar schon öfters gemacht, genau, da ist er. Es ist da ein bisschen Chaos auf meinem Bildschirm. Jetzt muss ich erstmal die Bildschirmpräsentation anfangen. So, alles klar, technisch? Sehen alle? Gut. Gut, der Titel unten die Homepage an meinem Blog. Ich habe auch einen Blog. Talking about sexual trauma, wo es nicht nur um Kirche und sexuelle Gewalt geht, sondern überhaupt unsere Gesellschaft und sexuelle Gewalt. Und meine Mailadresse kontakt@betroffeneninitiative-süddeutschland.de, also eine meiner Mailadressen, also aber die ich nutze, wenn es um dieses Thema geht. Jetzt weiß ich nicht, warum. Ah, doch, jetzt ist es weitergegangen. So, ich wollte einsteigen, dass mit einem Auszug aus dem Berliner Gutachten, also wo man genau auch das wieder sieht, ja, dass bestimmte Schriftstücke einfach nicht in die Akten genommen werden. Ja. Warum? Weil dieser Betroffene wird heute beerdigt. Also auch da, es sind Menschen hinter diesen Vorgängen. Und der hat nicht mehr die Zeit gehabt, am Verfahren erweiterte Anerkennung teilzunehmen. Und also ich würde Ihnen allen ans Herz legen, diesen Teil des Berliner Gutachtens zu lesen. Es wird einem ganz anders. Also auch die unterlassene Hilfeleistung überhaupt nicht zu schauen, wie es den Opfern geht. Also man hat den Täter dann mehrfach im Gefängnis besucht, aber niemals wurde gefragt, wie es eigentlich den Opfern geht. Und es wurde auch absolut nie gesucht danach, also ob man irgendwie was tun kann, vielleicht für Opfer, die sich gar nicht gemeldet haben. Ja, und wie gesagt, auch hier natürlich wieder ein wichtiges Schreiben unterdrückt. Und dann diese Heuchelei, dann, wenn sich der Mann dann 2002 meldet, wie zu behaupten, man wisse gar nichts, obwohl es ein Gerichtsverfahren gab und irgendwie man eigentlich alles weiß über diesen Täter, ja. Also da wird dann halt auch gelogen, ja, also wieder bessere Aktenlage gelogen, ja. So, ich habe jetzt dieses Schreiben hier aufgenommen, weil das ja auch dann in der Dokumentation ist, meine Anfrage auf Auskunftserteilung und was ich darauf bekommen habe, also bitte das Datum beachten, 2021 war das, da war ich also seit 2005, seit 16 Jahren in Austausch mit diesem Bistum.
Und auf meine Anfrage, welche Daten sie von mir hätten, das war die Antwort. Also das war einfach. Also das fand ich so unglaublich. Ich bin normalerweise ganz gut kontrolliert, aber da war ich dann so wütend, dass ich angerufen habe und dann eben rausgefunden habe, dass die Akte im Geheimarchiv liegt und dann ist halt wohl, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Also da weiß ich nicht, ob das offenbar gelten, die weltlichen Gesetze dann nicht. Also ich weigere mich, mich mit Kirchenrecht intensiv zu befassen. Also wenn man, also ich könnte, ich habe ja nun wirklich genug Zeit damit verbracht, irgendwie mit der Traumatisierung klarzukommen, mein Leben in Bahnen zu lenken, also vom Überleben ins Leben. Und ich weigere mich jetzt irgendwie, mich stunden- oder tagelang damit zu befassen, wie ich jetzt zu meinem Recht kommen kann, einer Institution gegenüber, der überhaupt nicht dran gelegen ist, dass ich zu meinem Recht komme. Und ich glaube, das ist vielleicht sehr schwierig nachzuvollziehen, also durch die verschiedenen Schichten der Institution hindurch, weil klar, man hat dann Missbrauchsbeauftragte, die sind zum Teil wirklich auch guten Willens, zum Teil auch sehr unwissend, und Traumasensibilität darf man da überhaupt nicht erwarten. Aber je tiefer man dann so in die Schichten reingeht, desto weniger wirklicher Wille zur Aufarbeitung ist da, und deswegen auch kein wirklicher Wille, das komme ich auch später nochmal drauf zurück, die Menschen, die sich zum Teil, wie soll ich sagen, also unbefangen und voller Hoffnung an diese Kirche wenden, unbeschädigt aus diesem Prozess wieder zu entlassen. Also das ist, glaube ich, eher eine Seltenheit. Ja. Und da gehört die Intransparenz, was die Dokumentation angeht, auch dazu. Ja, also das ist eben genau dieses, ja, also ich sitze da auf dem Podium mit dem Justiziar der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und er hat wirklich die Freiheit, einfach zu sagen, dass ich hier die einzige Querulantin bin, die hier auf dem und deswegen auf dem Podium sitze. Ja, und die Anerkennung, also Luna Born hat das ja sehr schön geschildert, sehr eindrücklich, finde ich, wie wichtig diese Anerkennung ist. Also jetzt nicht nur aus irgendwelchen verwaltungstechnischen oder juristischen Gründen, sondern auch emotional. Und das war es für mich eigentlich auch. Und deswegen ist es dann schon ein Schock, wenn man dann merkt, die ist sozusagen nur im Moment passiert. In einem Moment, der halt gerade, also da gab es hohen, 2011 hohen medialen Druck, und ich habe auch medialen Druck ausgeübt. Und dass das aber jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Also da, auch da bin ich nicht die Einzige, der das zustößt. Ja, dass, wenn es dann drauf ankommt, die Anerkennung wieder weg ist. Ja. Was persönlich ein Problem ist, was aber ein sehr großes Problem ist, wenn sowas dann einem Journalisten gegenüber geäußert wird. Also da geht es dann schon in die Verleumdung, ja. Und da geht es dann also in eine aktive Verschlechterung meiner Lebensqualität, wenn ich sozusagen als irgendwie, weiß ich nicht, pathologische, keine Ahnung, entweder Hysterikerin oder Lügnerin hingestellt werde. Und das war reiner Zufall, als ich das rausgefunden habe, weil der Herr Klemke mich zufällig gefunden hat. Ja, ich bin sonst nicht so leicht zu finden, und dann mir das mitteilen konnte. Ja, ich denke, die Kommission ging eher davon aus, dass der mich gar nicht finden kann. Ja, und wie geht das eigentlich? Wie wird das zustande gebracht? Also, dass man einerseits irgendwie Geld bezahlt und Anerkennung ausspricht, und dann 8 Jahre später einfach sagt, naja, also der Frau ist irgendwie was zugestoßen. Übrigens auch das wieder eine Parallele zu Luna Born, dieses, ja, wir zweifeln nicht daran, dass ihm was zugestoßen ist, aber, also bei mir war es dann, ja, war halt irgendwie Kindheit, aber nicht der Pfarrer, aber wir sind so nett und haben es anerkannt. Also das ist dann, das kann sich dann auf einmal ändern. Und wie passiert das, ja? Ja, wie passiert es? Ich habe dann nachgefragt, also es gab ja ein Gespräch, ja, für diese Anerkennung und für die auch das Verfahren. Und dann stelle ich fest, es gab kein Protokoll. So, und jetzt können Sie mir sagen, ja, aber warum haben Sie irgendwie nicht mitgeschrieben oder warum hat Ihr Anwalt nicht mitgeschrieben? Sie können mir eins glauben, ich war so aufgeregt, und für mich war das so
Also ich war emotional viel zu stark involviert, um mir jetzt zu sagen, oder beziehungsweise auch ich hatte gar nicht so mehr so dieses Misstrauen zu sagen, es wird jetzt mitgeschrieben, also wir müssen es jetzt mitschreiben. Und ehrlich gesagt habe ich auch von allen wesentlichen Dingen nur sozusagen so im Zweiergespräch mit dem damaligen Leiter der Missbrauchskommission erfahren, warum ich eigentlich überhaupt die Anerkennung bekommen habe. Das wurde eben nirgends schriftlich festgehalten. Das wird Konsequenzen haben, falls ich tatsächlich am Verfahren für erweiterte Anerkennung teilnehmen sollte, weil dann hat man ja nichts, steht ja nichts, warum das beim ersten Mal eigentlich anerkannt wurde. Und jetzt habe ich vergessen, aber es hat noch andere Konsequenzen. Also, ja, es hat natürlich auch Konsequenzen, falls sich andere Leute noch melden sollten, weitere Opfer dieses Pfarrers, ja. Also weil ich ja als unglaubwürdig dastehe und das sieht man ja bei der protestantischen Kirche, die ja eigentlich sagt, naja, nur ein Opfer, das reicht uns gar nicht, das wird gar nicht ernst genommen, also nur wenn es mehrere sind. Aber wenn sie natürlich das erste Opfer schon mal so schlecht behandeln und abschrecken, dass sich dann die anderen auch nicht melden, dann ist das eine ganz coole Strategie. So, wenn Beweismittel verschwinden, also das sind diese, also das ist sowas, dass es diese Kindermissbrauchabbildungen gab, wurde mir nur mündlich mitgeteilt. Es wurde mir jetzt von zwei verschiedenen Personen mitgeteilt, immerhin, aber immer nur mündlich, ja. Und wenn ich das nicht angesprochen hätte und nachgefragt hätte, wo sind die eigentlich? Wie sind die überhaupt zum jetzigen? Also der Täter ist jetzt verstorben, deswegen habe ich den Namen hier auch gelassen. Sonst würde ich ja womöglich Probleme bekommen. Also wenn ich nicht nachgefragt hätte, ja, dann hätte ich keinerlei schriftlichen Nachweis und dann könnte man mir sogar noch sagen, jetzt, wenn ich jetzt noch käme, haben die sich ausgedacht oder sowas, ja, also das Verschwinden von Beweismitteln. Und ich denke jetzt eben, wo ich diesen Tag vorbereitet habe, dass das kein Zufall ist, das war kein Versehen, ja. Genau, also das ist dann nochmal dieses Anerkennung auf Bewährung. Und dann immer wieder die Frage, also warum man immer noch wütend ist und ob man keinen Frieden sucht. Ey, ich suche keinen Frieden mit dieser Kirche. Warum? Warum sollte ich mit Verlaub? Also ich habe auch noch viel anderes zu tun, als jetzt mich mit der Kirche auseinanderzusetzen. Aber ab und zu muss es halt mal sein, ja. Ich habe das ja, den Vortrag, also beziehungsweise ich habe mein, was ich jetzt erzähle, überschrieben mit meine Diözese, mein oder mein Bistum, mein Popanz und ich. Und es ist so, wenn ich dann nachdenke, ja, also in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, wer bin ich eigentlich, also dann sehe ich, was man mir entgegenbringt von dieser Diözese, das hat nichts mit Anerkennung zu tun. Also was man mir dann doch sehr direkt, also trotz der irgendwie des Schreibens, sie sind anerkannt und sie bekommen jetzt Geld, entgegenbringt, ist streitsüchtig und nie zufrieden und kann nicht in Frieden leben. Also was ich hier so aufgeführt habe, ja, also auch dann die nächste Vorsitzende der Missbrauchskommission meinte dann, ob ich Kraft schöpfen würde aus diesem Kampf, was völlig unsinnig ist. Natürlich schöpfe ich meine Kraft ganz woanders, ja. Genau, und dann noch auch der dieser Vorwurf, was man nicht vertrauen könne. Also das ist dann wirklich noch so das Allerbeste, weil also wir sind ja Bittstellerinnen, wir Betroffene. Wir haben ja keinerlei juristische Handhabe mehr und befinden uns in Beziehungen, wo wir natürlich gerne vertrauen würden, aber wo man leider mit der Zeit feststellen kann, dass Vertrauen einfach nicht angebracht ist. Ja. Und dann gibt es natürlich diese völlig widersprüchlichen Praktiken auch, was jetzt die Akteneinsicht angeht. Also das ist nochmal sowas, wo natürlich wollen wir gerne wissen, was da steht, oder beziehungsweise es gibt sicher auch viele Leute, die es lieber gar nicht wissen wollen. Also das ist ja zum Teil auch
stehen da ja dann auch sehr unfreundliche Bemerkungen, also über einen, also das weiß ich von Menschen, die Akteneinsicht bekommen haben. Also die Praxis, kann ich Ihnen sagen, ist vollkommen willkürlich. Also es gibt im gleichen Bistum, in meinem Bistum, jemanden, der hat Akteneinsicht bekommen, ich bekomme keine. Das hat also nichts mit meinen Rechten zu tun, es wird damit zu tun haben, was da jeweils drinsteht. Und die Persönlichkeitsrechte der Täter, mit Verlaub, meiner ist tot und man könnte da sicher irgendwie, falls es noch andere Involvierte gibt, was weglassen, aber so dieses kategorische Abwehren. Und in anderen Bistümern weiß ich von Leuten, die haben 4000 Seiten ihre Akten so überstellt bekommen. Also es ist auch hier keine Transparenz und keine Klarheit, was die Regeln angeht. Und natürlich haben wir als Betroffene keine Ahnung, was wir eigentlich dürfen oder was wir nicht dürfen. Also wie gesagt, ich weigere mich auch jetzt Kirchenrecht zu studieren, damit ich eventuell vielleicht mal irgendwie Akteneinsicht bekomme. Ja. Also ich bin schon darauf angewiesen. Das gibt es auch immer wieder, dass es Menschen gibt, die dann einem was zustecken oder was sagen, also auch von Kirchenmitarbeitern. Ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich grundsätzlich alle Menschen, die mit Kirche zu tun haben, misstraue und die für nicht integer halte. Das ist durchaus nicht so, aber auch diesen Menschen sind natürlich die Hände gebunden und dann ja, kann man manchmal auf was hoffen oder aber auch nicht. Also das ist dann eben wieder Willkür. So, also nochmal zur Frage der Akteneinsicht. Also ich habe im Gegensatz zu Luna Born den Namen dieses Mitglieds der Missbrauchskommission Rottenburg-Stuttgart. Der steht hier, der steht auch im Internet. Also der hat einfach eine offizielle Funktion. Insofern sehe ich da keine Verpflichtung. Dieser Mann hat mir, also wegen aus zwei Gründen finde ich diese Mail bemerkenswert, die er mir geschickt hat. Er schickt sie von seiner professionellen Mailadresse, also noah@staatsanwaltschaft-stuttgart-justiz-bwl.de. So. Ich lasse das mal so stehen. Also das ist natürlich, dazu hat er überhaupt kein Recht und also für mich ist das ein Versuch, mich einzuschüchtern. Die zweite sehr interessante Information, er schreibt hier, ich kann Ihnen aber aus eigener Aktenkenntnis und Befassung versichern, dass in Ihrem Fall bla 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 und so weiter. Es bedeutet, er hat sehr wohl Einsicht in meine Akte bekommen. Also offenbar können alle möglichen Leute in meine Akte, also meine Akte beziehungsweise, Entschuldigung, nein, das ist nicht meine Akte, sondern die Akte von dem Täter, einsehen, aber da sind ja sehr viele Dokumente von mir auch drin, aber ich eben nicht. Und mir sind die Kriterien nicht ganz klar, nachdem jetzt irgendwie Leute Einsicht haben in Akten und wer hat keine Einsicht hat. Und ach so, und das ist also, der Herr Noah ist ein Verkehrsexperte, also der hat eigentlich jetzt mit Kirchenrecht, er hatte keine Ahnung, er weiß von Traumata überhaupt nichts, er weiß auch nichts über Akten, also über Datenrecht oder sowas, er hat davon überhaupt keine Ahnung, ja. Und daraus schließe ich, dass der Persönlichkeitsschutz ja so offenbar nur für die Täter gilt und nicht für uns Betroffene. So, dieses Verlorengehen von Dokumenten, wie gesagt, das betrifft nicht nur mich. Das war jetzt in einem Fall, der kürzlich publik geworden ist, eben auch ganz, aber auch auf so eine Art und Weise, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Also man behauptet einfach, die Unterlagen gäbe es nicht, es gibt die Dokumente nicht und wenn dann halt ganz stark nachgehakt wird oder man versucht, das zu beweisen, dass die irgendwo sein müssen, dann tauchen die auf einmal wieder auf. Und das habe ich jetzt auch nicht zum ersten Mal gelesen. Also das ist sowas, wo ich dann auch nicht mehr an Schlamperei glaube. Ja. Also ich führe das jetzt gar nicht weiter aus, das können Sie sich dann gerne nochmal anschauen. Die Links zu den Zeitungsartikeln sind ja da, also nur um nochmal deutlich zu machen, dass das durchaus systematisch ist, aber ich denke, da werden vielleicht auch Referenten nach mir noch drauf zurückkommen. Bin auch deshalb sehr gespannt, also dass es systematisch ist, Dokumente verschwinden zu lassen und das
machen keine schlampigen Archivare meines Erachtens. Gut, jetzt nochmal zurück in die Praxis. Also gut, die Praxis ist Betroffene abschrecken, Betroffene ja, retraumatisieren ist zu viel gesagt, aber ihnen also auf keinen Fall den Kontakt leicht zu machen. Und ich meine, wir haben jetzt natürlich verstärkt Menschen, die kommen, weil das, weil sie dieses Anerkennungsverfahren durchlaufen möchten, ja. Und deswegen haben wir die Initiative auch gegründet, weil wir einfach festgestellt haben, dass Menschen in dieses Verfahren laufen wie in ein offenes Messer. Also das hat ja auch der Beirat, der Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz auch ganz deutlich gemacht. Also dass es da Retraumatisierungen gab, die bis zu Psychiatrieaufenthalten geführt hat, ja. Und also das geht weiter. Also es ist so, dass bei uns kommen Betroffene an, die sagen, das erste dieses Gespräch ist so verlaufen, dass sie das kaum ertragen konnten. Oder dass, also wie Luna Born das ja auch gesagt hat, also man fragt die Leute aus und dann schickt man die nach Hause. Und hält sich dabei noch nicht mal an die Vorgaben der die Vorgaben der Kommission, also beziehungsweise die Missbrauchsverfahren zur Anerkennung des Leids, Entschuldigung, so heißt das. Also da gibt es Regeln dafür und das geht überhaupt nicht. Also man sollte normalerweise ein erstes Treffen haben, also beziehungsweise einen ersten Kontakt, wo man dann vereinbart, wann man dieses Gespräch führt und mit wem und dass auf keinen Fall der oder die Betroffene alleine in dieses Gespräch reingeht. Und die Praxis ist aber nicht so. Die Leute gehen da rein, werden sind total aufgeregt, werden ausgefragt und dann gehen sie nach Hause und dann können sie gucken, wie sie klarkommen. Also meistens sind es Juristen oder also ganz unterschiedlich, aber also von Traumasensibilität habe ich da nicht viel mitgekriegt. Und dadurch können Dokumente angefertigt werden, weil die Leute sehr aufgeregt sind, weil die Leute überhaupt nicht, also sie sitzen Juristen gegenüber, aber haben dieses Gefühl auch gar nicht oder das Bewusstsein gar nicht, dass sie in einer juristischen Situation sind. Ja? Also wie auch Luna Born ja sagte, man wird sozusagen so als Zeuge hergenommen, hat aber keinerlei Beistand. Dann diese Situation der Verletzlichkeit, ja, dieses Erstkontakts wird, ich glaube, ausgenutzt oder aber halt ignoriert. Ja? Und dann erzählen die Leute oft über die, also noch weitere Misshandlungen. Also das wird dann so fast so eine Beichte, so eine Lebensbeichte. Und ich weiß genau, dass diese Berichte über, ich weiß das von einem konkreten Fall, dass der berichtet, dass es Misshandlungen oder Missbräuche oder Übergriffe in der Familie gibt, dann wird der Anerkennungsbeitrag halbiert, weil die andere Hälfte geht auf Konto der Familie. Ja? Und das sind Frau Meier, ich unterbreche Sie ganz, ganz ungern, aber ich muss Sie bitten, zum Schluss zu kommen, damit wir noch Zeit für Diskussion haben. Danke, das wollte ich ja gerne, danke. Ja, ich brauche auch nicht mehr lange. Also nur, um nochmal also zu verdeutlichen, dass auch schon das Verfertigen bestimmter Dokumente in bestimmten Situationen ja, Konsequenzen hat, ja. Genau, Aktensäuberung hat es auch gegeben. Das ist ein Link zum Artikel in der Stuttgarter Zeitung. Da weiß ich jetzt auch nicht, was Archivare da machen sollen, aber das, also dieser Wunsch nach einer Kommission, Wahrheitskommission, die wird da auch Schwierigkeiten haben, dann noch vernünftige Unterlagen zu finden, zumindest in einigen Bistümern. Ja, das war's schon. Genau, also Dilettantismus oder Kalkül, das können Sie sich dann alle überlegen oder was das für eine Mischung ist. Und genau, dann gerne Rückfragen oder Anmerkungen oder was auch immer. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was muss ich denn? Ja, ganz vielen herzlichen Dank, Frau Meier. Wir haben jetzt nacheinander hier im Zoom zwei sehr bewegende Vorträge gehört. Unsere ZuschauerInnen auf YouTube den Vortrag von Frau Meier gehört.